Wir befinden uns gerade in einer sehr kritischen Situation durch die Konflikte im Iran und Israel. Und ich werde euch heute über eine Vorhersage von mir berichten, die eingetroffen ist. Und ich werde euch auch eine neue Vorhersage geben, was mit Israel letztendlich geschehen wird und wie sich das auswirkt. Und dann werden wir anschauen, wie es uns in Deutschland weitergehen wird, was da die Vorhersagen sind. Und wie es uns ja der gesamten Erde geht. Bleib also unbedingt dran, um auch am Schluss diese schöne Meditation mitzumachen, wo wir den Frieden stabilisieren werden. Bevor wir jetzt gleich mit den Vorhersagen beginnen, möchte ich noch euch in eigener Sache auf unser Aura Webinar hinweisen. Dort lernst du, energetische Aura-Operationen durchzuführen. Ein sehr wichtiges Webinar, gerade in der aktuellen Zeit, wo wir ja mit vielen Angstenergien zu tun haben und die sich ganz leicht in der Aura festsetzen. Wenn du also lernen möchtest, wie du dir und anderen Menschen mit energetischen Operationen helfen kannst, dann schau mal unter das Video. Dort ist der Link, wo du dich anmelden kannst. Und du findest auch noch kostenlose Angebote von Smarana ebenfalls unter diesem Video als Link, wo du einfach mal so draufklicken kannst. Und ich wünsche dir viel Freude dabei. Ja, jetzt kommen wir mal zu diesem Thema. Und zwar hatte ich ein Video gemacht und es war eine Live-Sendung, die hieß Nahost in Flammen. Und damals hatte ich also Israel gesehen, wie es in Flammen steht. Ich konnte nur nicht so genau zuweisen, durch was es in den Flammen steht. Und ich zeige euch jetzt gerade mal den Ausschnitt, damit ihr das mit mir anschauen könnt. Und dann kommt ja die große Frage, was hat das mit Israel zu tun? Weil diese Flammen vom Anfang, von dem ersten Bild, die sind so auch bis nach Israel hochgegangen. Also ich hatte damals Flammen über Israel gesehen und konnte es nicht so richtig zuordnen, wo sie jetzt tatsächlich herkommen. Das hat sich jetzt ein bisschen energetisch geändert durch diesen Angriff vom Iran. Und da zeige ich euch auch noch mal ein Video, wo also praktisch dieses Feuer über Israel zu sehen ist. Ich schalte noch mal um. Der Iran hat Israel in der Nacht auf Sonntag mit Drohnen und Raketen angegriffen. Der Chefsprecher des israelischen Militärs, Konteradmiral Daniel Hagari, bezeichnete Irans Vorgehen als sehr schwerwiegend. Ja. Also da seht ihr tatsächlich dieses Feuer, was ich gesehen habe in meiner Prophezeiung und ist jetzt eingetroffen. Eine sehr schwierige Situation und vor allen Dingen für die Menschen, die da leben, die haben ja wirklich die größte Not. Und was bedeutet dies jetzt alles? Ich habe das Thema auch mal auf Telegram eingestellt und mit euch darüber gesprochen. Also wenn du dich dafür interessierst, über aktuelle Themen immer mal informiert zu sein, dann schau gerne auf Telegram und spreche auch mit uns, sei dabei. Ich habe also den Telegram-Kanal und dazu auch noch eine Gruppe, wo man selbst auch noch was posten kann. Jetzt diese Situation, die ist neu, dass sie sich direkt angreifen. Vorher hatten wir ja immer nur Angriffe über Stellvertreter und jetzt hat sich das also geändert, dass also die kleineren Akteure nicht mehr da sind, sondern tatsächlich die großen Player sozusagen. Und Iran hat ja eine riesige Armee und Israel ist ja auch nichts anderes als ein quasi ein Militärstützpunkt sozusagen. Und es wird da immer hin und her gehen, solange diese Eskalation nicht geklärt werden kann, solange dort keine Friedensenergien Fuß fassen können. Und es ist halt auch so, dass diese beiden oder überhaupt Israel in sich einen Frieden finden muss, um da weiterzukommen. Und das ist jetzt dieses Energetische, was also ein großes Problem ist. Und wir haben ja auch noch
Die andere Sache mit der Ukraine und Russland, da komme ich gleich dazu. Jetzt schauen wir erst noch mal zu meiner nächsten Vorhersage, was ich also für Israel gesehen habe. Und ihr werdet es nicht glauben, tatsächlich nicht glauben. Da dazu habe ich ein Bild vorbereitet. Das möchte ich euch mal hier zeigen. Also hier seht ihr ein Messer. Und dieses Messer habe ich gesehen, und zwar hat das Israel in zwei Teile geteilt. Dieses Messer ist also, ich habe gestern Abend energetisch hineingeguckt in dieses Land, was, wie geht es jetzt weiter, was wird das sein? Und dann sah ich dieses Messer, wie es das Land praktisch in zwei Teile teilt. Und das ist auch sehr, sehr dramatisch tatsächlich. Ich mache es mal wieder weg, das Messer. Also so in der Art war das. Und ihr Lieben, letztendlich bedeutet das, dass Israel aufgeteilt werden wird. Das ist das, was in Zukunft kommt. Und vorher kommen diese Konflikte. Und es ist natürlich auch so, dass man da ein ganz großes Karma hat, was Israel ja sowieso trägt, durch die Geschichte mit Jesus und so weiter. Und also auch noch Gebiete um Israel herum. Und das ist nicht so einfach zu tragen. Ja, wie geht es denn jetzt in Deutschland weiter? Oder wie ist es mit der Welt? Was wird mit der Welt geschehen? Werden wir durch dieses große Tor gehen in die fünfte Dimension? Ganz klare Antwort: Ja, wir werden da hindurchgehen und wir werden es schaffen. Und die Menschen, die letztendlich diese großen Lichtarbeiter, die wir ja sind, wir haben ganz, ganz viel Kraft, um da durchzugehen. Und wir sollten uns immer wieder daran erinnern, dass diese Kraft in jedem von uns steckt. Es wird in der Bevölkerung Umwälzungen geben. Die Menschen, die jetzt noch schlafen, sie werden tatsächlich aufwachen, sie werden aufgerüttelt von den Dingen, die hier so geschehen. Die Menschen werden immer unzufriedener werden und letztendlich mündet das dann 2025 in die Aktion. Also da haben wir einiges noch zu erwarten und im Moment ist es den Menschen in Deutschland noch nicht so sehr bewusst, was hier kommt. Viele hören einfach nicht hin, wenn Wahrheiten gesagt werden, weil sie noch in der großen Gedankenmanipulation stecken. Das wird sich aber ändern, weil diese Wahrheiten, die ans Licht kommen, immer krasser werden. Sie werden immer krasser und sie können dann irgendwann diese Menschen, die es die ganze Zeit nicht hören wollen, nicht mehr weghören. Das heißt also, es findet ein riesengroßes Erwachen statt, mündet letztendlich 2025 das Jahr der Aktion, was schwieriger wird als wie dieses Jahr, aber was wir einfach auch brauchen, damit es vorangeht. So ist jetzt die nächste Prognose und es wird einfach immer so lange hin und her gehen, bis wir den Sprung geschafft haben, dass wir in unsere Freiheit, in die fünfte Dimension hineinkommen. Jetzt noch der Punkt zu der Ukraine und Russland. Dieses Thema wird bald zu Ende gehen. Es finden ja auch schon heimliche Friedensverhandlungen statt. Also da wird sich was tun und möglicherweise wird auch die Ukraine aufgeteilt werden. Dann ist erstmal wieder da Ruhe eingekehrt und die Augen gehen alle nach Israel sozusagen. Das ist das, was gerade energetisch sich so abzeichnet. Was sich auch noch abzeichnet, ist diese Energien, die entstehen, diese Angstenergien, diese Konfliktenergien, dass die in der Atmosphäre sind und letztendlich alle Menschen irgendwo berühren und wir uns wirklich ganz, ganz wichtig energetisch reinigen sollten. Jeden Tag, so oft ihr könnt, immer mal daran denken, macht diese Reinigung, ruft einfach Erzengel Michael oder die violette Flamme, lasst euch reinigen oder hüllt euch in die Energie der Liebe ein. Das ist der größte Schutz, den es gibt und die größte Heilung, die es gibt. Das lege ich euch ans Herz. Betet, bitte betet für den Frieden und schreibt unter dieses Video: Ich bin für Frieden, oder schreibt: Wir wollen Frieden. Frieden soll immer sein. Bitte bringt diese Energie hinaus in die Welt, damit
die Menschen auch mal Friedensenergien bekommen und nicht nur diese katastrophalen Energien, die uns letztendlich zu schaffen machen. Und die gilt es einfach zu transformieren. Das ist unsere Arbeit. Und deswegen bieten wir ja auch diesen Monat das Aura-Webinar an, wo wir lernen, die Aura zu reinigen, energetisch zu operieren und uns zu befreien von den ganzen Verstrickungen und von den Knötchen, die sich da bilden durch eben diese Konfliktenergien. Und wir sind dem alle ausgesetzt. Wir können uns da gar nicht dagegen wehren, sondern wir können nur immer wieder uns reinigen. Und ehrlich gesagt, du putzt ja auch jeden Tag die Zähne. Und dann kann man auch seine Aura wirklich jeden Tag reinigen. Und schon hast du da diese gefährlichen Strukturen wieder entfernt. Und ihr Lieben, das Gitternetz der Erde gilt es auch immer wieder zu stärken. Einfach um diese Energie der Liebe und des Lichtes fließen zu lassen. Die Erde hat ja auch eine Aura, eine große Aura. Und wenn die irgendwo auch die Erde Knötchen hat oder Verstrickungen und Blockaden, dann kann die Energie nicht mehr gut fließen durch das Gitternetz. Und das ist wichtig, dass man da also auch immer wieder mal hinschaut und was tut. Und wir werden das heute auch zusammen tun. Es ist ganz wichtig, dass wir immer wieder Lichtarbeit machen und guter Dinge sind. Und was auch noch ein wirklich ein wichtiger Punkt ist, durch diese Konfliktenergien ist es bei den Menschen so, dass die Fröhlichkeit verschwindet. Diese Leichtigkeit, diese Unbefangenheit, die wir noch vor der C-Zeit hatten, die ist irgendwie verschwunden, bei vielen Menschen nicht mehr da. Und das ist so ein Druck, der auf uns allen lastet. Und wenn wir diesen Druck in der Aura nicht reinigen, nicht wegmachen, wird er immer schwerer. Und die Menschen verlieren dadurch die Lebensfreude. Und es ist ja die Lebensfreude für jeden Menschen vorgesehen und die sollten wir uns unbedingt bewahren. Das heißt aber auch, die Schönheit in allen Dingen auf der Erde zu sehen, die Schönheit zu achten und zum Beispiel im Regentropfen die Schönheit zu erkennen, in einem Grashalm, in einem Windzug, der so vorbeischwebt. Also in allem, was du siehst, ist Schönheit enthalten und da sollten wir uns drauf konzentrieren. Und dadurch kommt eine ganz, ganz große Achtsamkeit, die in uns entsteht oder sich vergrößert. Und wenn du diesen Weg gehst, dann bist du stark, dann bist du auch in deiner Mitte und dadurch dann auch nicht so leicht zu beeinflussen von all diesen kritischen Energien, die wirklich den Menschen zu schaffen machen. Das ist mein Rat für euch und bleibt stark, bleibt in eurer Mitte, kommt immer wieder in eure Mitte hinein, um einmal Luft zu holen und dann weiterzugehen. Wir halten zusammen, wir sind sehr viele und wir werden uns am Smarana Festival treffen. Am Smarana Festival werden wir bestimmte Energien zusammen manifestieren und zusammen transformieren, die helfen, die Chemtrails aufzulösen. Denn die Chemtrails, ich habe ja ein Video darüber gemacht, das ist etwas, was uns sehr schadet. Und dadurch wollen wir uns nicht beeinträchtigen lassen, sondern wir haben ja auch energetische Waffen. Ich habe von der geistigen Welt bestimmte energetische Waffen, Waffen ist so ein komischer Ausdruck, nee, muss sagen, energetische Werkzeuge bekommen, mit denen wir zusammenwirken werden und das wird ganz toll. Da können wir nämlich in einem großen Kollektiv ganz viel erreichen. Unter dem Video ist der Link, wenn du dich anmelden möchtest und wir haben ja zurzeit noch den Frühbucherrabatt, deswegen ist es gut, wenn du dich jetzt schon anmeldest, um ein bisschen Geld zu sparen. Das machen wir gerne, diesen Frühbucherrabatt, weil wir ja uns auch gegenseitig unterstützen möchten. Und jetzt möchte ich euch unterstützen mit dieser Meditation, wo wir bestimmt auch das Erdgitternetz stärken und uns in der Energie erhöhen. Und ich lasse mich führen. Ich werde also ein Seelen-Channeling mit euch machen. Und da bekommen wir dann genau die Energien, die jetzt richtig und gut für uns sind. Ich sprühe mich vorher ein mit meinem Auraschutzspray. Das ist auch ganz wichtig, dass du tatsächlich für deine Aura was tust. Wer da noch mehr tun will, ich habe hier auch so ein Aura-Schutz
Set, wo eine CD dabei ist und dieses Buch. Und in dem Buch sind Channelings drin, die und Übungen, die dir also helfen, immer wieder deine Aura zu kräftigen und zu heilen. Und die CD kann man zum Beispiel auch abends anhören, wenn man im Bett liegt und dann mit dieser Energie einschlafen. Und das ist ganz toll. Und dann sind nämlich die Gedanken frei und rein im Schlaf und du kannst dich gut regenerieren. So, jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude mit diesem Channeling. Geliebte Herzensmenschen, ich darf euch in tiefer Liebe begrüßen und in großer Achtsamkeit zu dieser Seelenmeditation einladen. Ihr wisst, wie wichtig es ist, dass wir immer wieder Kraft tanken, um uns zu stärken und wie wichtig es ist, uns zu reinigen. Und so möchte ich dich bitten, dich jetzt vorzubereiten, die höchsten Energien deiner eigenen Seele zu empfangen, indem du beginnst, das Licht der Liebe einzuatmen. Dieses Licht der Liebe, es fließt nun durch deine Nase, durch dein Kronenchakra, in dich hinein, in dein Herz und dehnt sich von dort aus in Wellen des Lichtes, in Wellen der Liebe, die dich nun komplett durchströmen. Lass dir dabei Zeit und genieße, wie schön es ist, diese Energien zu empfangen. Und während sich diese Energie in dir ausbreitet, kommst du immer mehr in deine Mitte. Du kommst immer mehr bei dir an und spürst, wie dein Herz nun beginnt zu wachsen, wie sich deine Aura ausdehnt und sich deine Körpergröße mindestens verdoppelt. Und du erkennst, welch großes, lichtvolles Wesen du bist und so nun dich in deiner vollen energetischen Kraft befindest. Und so nimm noch abschließend einen ganz tiefen Atemzug, um noch einmal das Licht in dir zu fühlen, wie es dich stärkt und wie es deine Energie anhebt, um dann mit deinem dritten Auge zu schauen, einen Blick auf Mutter Erde zu werfen, auf unseren Planet, auf diesen wundervollen blauen Planeten, wie erleuchtet in seiner Kraft. Und vielleicht erkennst du das Gitternetz der Liebe, welches unseren Planeten hält und trägt. Und so bitte ich dich nun, deinen Fokus auf dieses Gitternetz zu lenken und aus deinem Herzen einen Strahl der Liebe zu bilden und diesen Strahl über die Erde zu senden, sodass er in das Gitternetz hineinfließt. Tue dies einfach mit deinem Fokus und sei dir sicher, es geschieht wie fast von allein, denn deine Seele, sie führt dich und sie führt auch den Strahl der Liebe aus deinem Herzen. Und so beobachte nun Mutter Erde, und lass dir Zeit, um die Energien zu senden. Sei dir sicher, dass ganz viele Seelen mit dir jetzt diese Energie senden und Mutter Erde aufbauen. Und vielleicht kannst du feststellen, wie das Licht durch die einzelnen Linien des Gitternetzes fließt, wie das Gitternetz zu leuchten beginnt, zu strahlen beginnt, wie sich Unreinheiten dabei lösen und wie dieses Netz gekräftigt wird
Und wenn du nun bei dir selbst schaust, in deinem Energiefeld, stellst du fest, dass auch bei dir sich Verunreinigungen lösen, dass auch du gereinigt wirst. Denn du und Mutter Erde, wir alle sind miteinander verbunden. Und so wird deine Aura, dein Energiefeld ebenfalls wundervoll gereinigt und das Licht fließt durch dich hindurch, genauso wie es über Mutter Erde fließt. Es ist herrlich, dies zu fühlen und zu spüren. Es ist wundervoll, so verbunden zu sein. Und vielleicht siehst du jetzt auch all die Seelen, wie sie erstrahlen in ihrem Licht, die Lichtarbeiter der Erde, denn alle haben sich hier versammelt. Und jetzt senden wir zusammen die Energie des Friedens auf die Erde, des Friedens. Wir sind für Frieden, wir sind Frieden. Mutter Erde ist Frieden und so fließt der Frieden ebenfalls durch die Linien, die wundervollen Linien des Lichtnetzes und nimmt all das weg, was schwer ist, was Konflikte trägt. Heilende Energie fließt über den Planeten und durch dich hindurch. Dein Herz leuchtet hell im Licht der Liebe. Und du wirst gestärkt und geschützt. Das Licht der Liebe breitet sich um dich herum aus, wie ein schützender Mantel. Du fühlst, dass alles gut für dich ist. Und du fühlst, dass Gottes Liebe bei dir ist. So bedanke dich nun bei all den Seelen, die heute mitgewirkt haben, bei dir selbst und bei Gott, dass er bei uns ist und uns unterstützt. Und dann komme langsam in deinem Rhythmus, so wie es sich gut anfühlt, wieder in das Hier und Jetzt zurück. Öffne deine Augen, bewege Hände, Füße und sei wieder ganz im Hier und Jetzt. Nimm diese Energien mit nach Hause. Nimm sie mit in dein Zuhause, in dein Herz und denke stets daran, ich bin Frieden, ich trage Frieden in mir. Frieden sei mit uns. Schreibe diese Worte unter dieses Video, um ihm Kraft zu geben, um die Energien des Friedens weiter auszudehnen. Wenn dir diese Botschaft gefallen hat und du mehr von Smarana möchtest, bitte ich dich, dieses Video zu liken, meinen Kanal zu abonnieren und weiter zu empfehlen. Wir sehen uns am Smarana-Fest in Kirchheim am 29. und 30. Juni. Alles Liebe, ihr Lieben, alles Liebe.